liebsten fahre ich eigentlich bei mir zu Hause im Schwarzwald. Als ich vom Everesting gehört habe, war für mich klar, ich mache das bei mir zu Hause im Schwarzwald an meinem Hausberg. Und beim Everesting müssen 8848 Höhenmeter überwunden werden. Man muss immer am gleichen Berg bleiben und pausenlos hoch und runter fahren, bis man quasi einmal den Mount Everest mit dem Rad erklommen hat. Dass ich es schaffe, das war mir klar. Es ist eben nur eine Frage, wie lange es dauert. Und ich wollte unbedingt wissen, wie hart das wird.